Familie Schütze kommt von einem Familienausflug nach Hause. Die Töchter wohnen beide noch bei ihren Eltern. Für die ältere Dahlia ist das in Ordnung. Sie ist von Natur aus ängstlich und würde sich alleine in einer Wohnung nicht wohlfühlen. Sag mal, Rüdiger, hast du vergessen, das Fenster zuzumachen? Quatsch, ich habe alles abgeschlossen. Ja, aber guck mal, wie das da hängt. Da stimmt doch was nicht. Ach du Scheiße, wie sieht's denn hier aus? Mama? Oh, Scheiße. Oh mein Gott. Wo ist denn der Fernseher? Jemand hat uns die Anlage geklaut. Guck dir das an, der ganze Silberschmuck ist weg. Also eins ist klar, die haben das Fenster aufgehebelt und sind hier eingebrochen. Vater Rüdiger ist der Hauptverdiener der Familie. Er behält stets einen kühlen Kopf. Meine ganzen Pflanzen. Jetzt beruhig dich mal ein bisschen. Die sind bestimmt schon wieder weg hier. Was sagst du? Doch. Ich will sofort in mein Zimmer. Ich will wissen, ob bei uns auch was fehlt. Die Einbrecher haben auch vor Dahlias Zimmer nicht Halt gemacht. Die 20-Jährige ist schockiert. Fremde Männer wühlen in meiner Unterwäsche. Das darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Dahlia, ist alles okay? Guck dir das doch mal hier an! Oh, die haben bei uns eingebrochen, die waren in meiner Unterwäsche! Bei mir sieht's nicht halb so schlimm aus. Ja, toll! Super! Nein, komm, beruhig dich erstmal. Wie, beruhig dich erstmal? Ja, beruhig dich. Jasmin, ich werde alles dafür tun. Koste es, was es wolle, damit wir uns hier wieder sicher fühlen können. Alles! Jetzt beruhig dich. Nein, jetzt komm, beruhig dich, wir gehen in mein Zimmer. 2013 wurde in Deutschland 149.500 Mal eingebrochen. Die Zahl der Einbrüche steigt ständig, aber nur 15% werden aufgeklärt. Am nächsten Morgen. Die Polizei hat noch in der Nacht den Einbruch aufgenommen. Immer noch geschockt von den Ereignissen, versucht Vater Rüdiger, wieder Normalität in den Alltag der Familie zu bringen. Komm, Schatz, jetzt. Ich möchte, dass du zum Frühstück bist. Du hast genug aufgeräumt. Guck doch mal, wie es hier aussieht, ja, Mensch. Ja, aber es sieht doch bedeutend besser aus hier als heute Nacht. Und jetzt komm bitte, ich möchte, dass wir alle schön miteinander frühstücken. Wir müssen aber auch die Liste für die Versicherung fertig. Ja, deine Liste kannst du hinterher fertig machen, bitte. Klar, würde ich jetzt auch lieber mit meinen Lieben am Frühstückstisch sitzen und in Ruhe ein Käffchen trinken. Aber ich muss doch die Liste für diese Versicherung fertig machen. Weil, wovon soll das Geld sonst kommen? Wir müssen doch unseren Schaden irgendwie wenigstens ersetzt bekommen. Jasmin, was ist mit der Armbanduhr von der Oma? Wir müssen nun mal mit der Liste weiterkommen. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, die ist weg. Und mit deiner Briefmarkensammlung? Hast du da mal nachgeschaut? Ja, die ist auch weg. Oh Mann. Wir müssen Sicherheitsschlösser, Kameras, irgendwas. Und wovon willst du das bezahlen? Nee, ihr wisst doch, dass ich in der Salzgrotte im Praktikum nicht so viel verdiene. Dann machen wir das jetzt so. Ich beauftrage dich, dass du etwas für die Sicherheit machst, gebe dir etwas Geld dafür. Pass auf, kriegst 100 Euro von mir, ja? Dann guck mal dich um, ob du das hier etwas sicherer für dich hinkriegst, ja? Schlafstörungen, Angstzustände, Kopfschmerzen. Wenn bei Menschen eingebrochen wird, sind die psychischen Folgen manchmal schlimmer als die materiellen. Laut einer Studie leidet jedes 10. Einbruchsopfer unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Am Nachmittag. Dahlia ist fest entschlossen, ihre Familie zu schützen. Einen erneuten Einbruch will sie unter allen Umständen verhindern. Die liegen so bei ca. 1000 Euro. Was? Ja, Sicherheit ist nicht billig. Allein die Fensterabsicherung, eine Fensterabsicherung liegt zwischen 200 und 300 Euro inklusive Montage. Ich habe 100 Euro dabei. Ist nicht ernst. Damit wollen Sie was absichern mit 100 Euro? Was? Wie viel das alles kostet? Ich habe doch nur 100 Euro. Irgendwas muss ich mir überlegen, um so viel wie möglich aus diesem Laden mitnehmen zu können. Wirklich zum Absichern? Ist das denn? Das ist ein Fahrradschloss. Man kann natürlich auch in der Türe und in den Rahmen ein Loch bohren. Dann kann man die Türe damit absichern. Das ist ja geil. Ja. Haben Sie da noch mehr von? Da habe ich noch welche auf Lager, ja. Hätte ich gerne. Okay. Ja? Hol ich eben. Kann ich schon mal 12 Euro sparen? Das ist schon mal gut. Ich guck mich ein bisschen um, ja? Getrieben von ihrer Angst ist Dahlia bereit, für die Sicherheit ihrer Familie zu stehlen. So. Das alles? Ja. Okay. Das sind 102,50 Euro. Oh. Sie haben nur 100 Euro, haben Sie gesagt, ne? Ist in Ordnung. Die 100 Euro waren nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich
brauche viel, viel mehr Geld, um mich wirklich sicher fühlen zu können. 2 Stunden später. Kaum ist Dahlia zu Hause, beginnt sie sofort damit, ihr Heim einbruchsicher zu machen. Das ist das auf der rechten Seite. Versuch Nummer 1. Ja, sehr geil. Was, Dahlia, was machst du da? Ja, guck doch mal, hör doch mal. Mach das aus. Warum? Du spinnst doch. Guck mal, das Fenster, hier kann keiner mehr so leicht einsteigen. Ja, und jeder in der Umgebung hört es, meilenweit entfernt. Und was ist das für eine Scheiße? Das, da geht's weiter, sind unsere Schlösser. Damit können wir die Fenster sicher machen. Wir haben Klinken. Kann man abschließen für unsere ganzen Türen und für die Fenster. Ich meine, ehrlich, mir ist auch mulmig zumute. Ich fühle mich nicht wohl, aber das ist mehr als übertrieben. Also diese Fensterpieper, die Dahlia angebracht hat, sind echt unerträglich. Ich dachte hier, wer weiß Gott, was passiert, ein Feueralarm oder sonst was in der Nachbarschaft. Was willst du mit dem Quatsch hier? Das kommt auch ans Fenster. Pass auf. Komm, Dahlia, ich bitte dich. Doch, warte doch erstmal ab. Das ist doch Pillepalle. Ja, aber wenn wir das hier drum machen... Da kannst du vielleicht ein Gitter vormachen, dann. Oder deine süßen Pieper, die helfen vielleicht auch noch, aber doch kein Fahrradschloss. Eigentlich hast du recht. Jasmin hat schon recht. Das mit den Schlössern ist nicht so das Wahre. Und auch der Sicherheitsexperte meinte ja, ich müsste durch die Wand bohren. Ich brauche definitiv noch mehr. Ich glaube, das reicht wirklich noch nicht. Ich hole mir eine Waffe. Eine Waffe? Ja! Spinnst du? Doch! Was ist denn nicht dein Ernst? Das ist doch das Beste, was wir machen können. Dann habe ich eine im Haus, wenn irgendwas ist. Dann haut doch sofort jeder ab, wenn er eine Waffe sieht. Du weißt das, Mama, Papa dir einen Pfeil würden. Die müssen das doch überhaupt gar nicht wissen. Aber dann hätten wir wenigstens eine im Haus. Ja, sie würden es aber erfahren. Und ich meine, Papa ist, glaube ich, Grund genug, sich keine Waffe zu holen. Was hältst du von Selbstverteidigung? Oh, doch! Wir machen beide einen Kurs. Guck mal, wir können das zusammen machen. Dann mach du deinen Selbstverteidigungskurs. Ja! Ich finde das eine gute Idee. Biete Selbstverteidigungskurs. Oh, 100 Euro. Aus Angst vor weiteren Einbrechern hat Dahlia kein schlechtes Gewissen, die mühsam ersparte Autorücklage ihrer Eltern für ihre Zwecke zu verwenden. Ach, Panzertape. Typisch Papa. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Okay, das reicht auf jeden Fall für den Selbstverteidigungskurs. Am nächsten Tag. Dahlia hat heute Frühschicht in der Salzgrotte und hofft, sich bei ihrem Praktikum ablenken zu können. Na, wie geht's? Ja, soweit. So gut. Ist denn viel los, oder? 2 Besucher sind schon drin. Okay. Die müsstest du nachher auch abrechnen. Ja, kein Problem, klar. Dann gehe ich eben schnell zum Finanzamt. Ich bin auch gleich dort, also. Ja, super. Alles klar. Super. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Und für Sie, die 2. Dankeschön. Für den netten Service. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Das Trinkgeld. Ich kann doch jetzt nicht. Ich brauche doch Geld. Das ist doch alles so teuer. Ich konnte einfach nicht anders. Ich brauche doch das Geld für unsere Sicherheit. Und die Heike zahlt die Trinkgeldkasse so unregelmäßig aus, das dauert doch, bis die das merkt. Dahlia steht als Praktikantin noch vor ihrem Einstieg ins richtige Arbeitsleben. Die Zahl verschuldeter junger Erwachsener ohne Job steigt stetig. Neben der fehlenden Arbeit sind mangelnde finanzielle Allgemeinbildung, Unerfahrenheit und Informationslücken in Geldangelegenheiten der Hauptgrund für eine Überschuldung in jungen Jahren. Am Nachmittag. Dahlia verliert keine Zeit und hat sich mit einem Selbstverteidigungstrainer verabredet. Bezahlen will sie mit der gestohlenen Autorücklage ihres Vaters. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Als der Trainer auf mich zugekommen ist, also dass der so gut aussieht, hätte ich wirklich nicht gedacht. Du bist der Jan, richtig? Genau, du bist richtig, Dahlia. Genau, ja? Ich hatte dich angerufen. Ja, was kann ich für dich tun? Ja, ich würde gerne so ein bisschen Selbstverteidigung lernen. Okay. Sowas in der Richtung. Warum, wenn ich fragen darf? Ja, bei uns ist eingebrochen worden und ich fühle mich ehrlich gesagt ziemlich unsicher mittlerweile. Ja, okay, das ist schon verständlich. Ja, wenn du willst, können wir loslegen. Gerne, sehr gerne. Ausweichen, ne? Okay. Komm, richtig drauf. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
kommt einer auf dich zu. Ja. Ja, was machst du dann? Nein. Wer hört dich denn jetzt hier? Nein! Du musst mich richtig wegschubsen. Komm. Geh weg! Ja, sehr gut. Weiter! Nein! Ja, das ist gut, das ist gut. Okay. Jan war richtig nett. Und ehrlich gesagt auch ziemlich sexy. Sowas trifft man nicht alle Tage. Du kriegst noch die 100 Euro von mir. Bitte schön. Ja, also, wenn du magst, kannst du dich bei mir melden. Ja, auf jeden Fall. Wenn du noch eine Stunde haben möchtest, kannst du dir meine Privatnummer aufschreiben. Tipp einfach ein. Ja. Ja, du kannst mir auch nochmal deine geben. Okay. Es ist wichtig, dass Dalias Gedanken nicht immer nur um den Einbruch kreisen. Auch wenn ein traumatisches Erlebnis verarbeitet werden muss, kann eine Ablenkung, wie beispielsweise ein Flirt, dabei durchaus helfen. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Am nächsten Morgen. Dalia hat noch 200 Euro vom gestohlenen Notgroschen ihres Vaters übrig. Das Geld will sie in weitere Sicherheitsmaßnahmen investieren. Ich habe mich jetzt im Internet mal schlau gemacht. Es gibt so viele Möglichkeiten an Kameras und Sicherungssystemen. Ich muss wirklich gewissenhaft das Richtige aussuchen, um das ganze Haus überwachen und sicher machen zu können. Überwachungskameras? Hat dir dein Selbstverteidigungskurs da denn gar nichts gebracht? Das Sicherheitstraining schön und gut. Der Trainer war auch ziemlich süß, hat mir auch seine Nummer gegeben. Aber es geht ja um die Sicherheit hier bei uns im Haus. Es hat ja mit dem Training nichts zu tun. Ehrlich, ruf den noch mal an, triff dich mit dem. Vielleicht kann der dir auch noch Tipps geben. Ich rede da nicht mehr mit dir drüber. Basta. Du kannst dir das nicht leisten. Papa musst du nämlich auch nicht mehr fragen. Wieso dein Papa? Das Auto ist kaputt gegangen. Wie, das Auto ist kaputt gegangen? Ja, das Auto ist kaputt gegangen. Hm. Ich sag's dir nur. Versuch, deinen Trainer da nochmal anzurufen. Verdammter Mist. Jetzt entdeckt Papa bestimmt, dass das Geld für die Autoreparatur nicht mehr da ist. Ich stehe wirklich unter Druck. Aber die Sicherheit geht vor. Und das Geld, was ich jetzt habe, das reicht doch niemals für ein Überwachungssystem. Ich brauche mehr Geld. Eine halbe Stunde später. Dalias Chefin ahnt noch nichts von dem dreisten Diebstahl der Trinkgelder. Diesen Monat schon darin angesammelt hat, ha? Ey, das gibt's doch nicht. Mensch, das ist ja komplett leer. Mensch, wer war denn da dran? 10 Minuten später. Ahnungslos kommt Dalia zu ihrer Schicht in der Salzgrotte. Du sag mal, hast du hier mit irgendwas zu tun? Das komplette Trinkgeld ist weg. Was? Ja. Du, wenn ich rauskriege, dass das irgendjemand aus meinem Team war, der kann sofort gehen, der ist fristlos entlassen. Sowas will ich nicht hier haben. Heike, ich habe damit wirklich überhaupt nichts zu tun. Diebstahl ist definitiv ein fristloser Kündigungsgrund. Selbst geringe Summen rechtfertigen eine Kündigung. Wir erinnern uns alle an den Fall einer Kassiererin, die wegen Diebstahls von Pfandbons im Wert von 1,30 Euro gekündigt wurde. Sie gewann zwar nach mehreren Instanzen den Prozess, das war bestimmt auch wegen des Wirbels in der Öffentlichkeit. Einen schönen guten Tag, hallo. Ja, genau. Am besten gehen Sie doch bitte einmal zur Garderobe und setzen Sie Ihre Sachen ab. Gut, bis gleich. Daja, dann machst du doch bitte schon mal den hinteren Bereich sauber. So, und ich zeige Ihnen jetzt an, welches Eis wollte, ja? Gehen Sie bitte durch. Jetzt soll ich auch noch putzen. Aber ich brauche noch mehr Geld. Kein Bargeld. Nichts. Kreditkarte. Egal, ich brauche das Geld. Ich meine, die Sicherungskameras kosten nun mal viel. Ich konnte doch gar nicht anders als die Kreditkarte nehmen. Am Abend. Mit der gestohlenen Kreditkarte hat sich Dalia mehrere Überwachungskameras gekauft. Dass sie eine weitere Straftat begangen hat, blendet sie dabei völlig aus. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, natürlich. Hast du zu viel Big Brother geguckt? Jasmin, das hat doch nichts mit Big Brother zu tun. Ja, natürlich. Und wenn ich so ein Ding in meinem Zimmer finde, dann gnade dir Gott, ehrlich. Also mal davon abgesehen, dass ich diese Überwachungskameras total übertrieben finde, wie möchte meine Schwester das bitte bezahlen? Was hast du dafür bezahlt? Woher hast du das Geld? Jasmin, ich habe einen Vorschuss von meinem Praktikumsgehalt bekommen. Das glaubst du doch selber nicht. Doch. Wann kriegst du da denn bitte einen Vorschuss? Ich habe halt gefragt. In der Regel sind auch die Kreditkartenkonten jederzeit einsehbar. Da aber die Kontoauszüge von Kreditkarten in der Regel nur einmal im Monat verschickt werden und Kreditkarten auch seltener benutzt werden als Bankkarten,
Ja, haben die meisten Verbraucher ihre Kreditkartenkonten nicht richtig im Blick. Ein gefundenes Fressen für Diebe und Betrüger. Mein Tipp, regelmäßig die Kreditkartenkonten checken. Das ist Jan. Komm. Der Fitnesstrainer? Raus mit dir, Jasmin. Hi, Jan. Hi, Daria. Wie geht's dir? Ja, nicht so gut. Nicht so gut. Nee. Ich habe eigentlich gehofft, dass du dich bei mir meldest, wieder wegen einer Stunde. Ja, aber momentan ist echt die Situation schlecht. Okay. Kann ich irgendwas für dich tun? Kann ich irgendwie helfen oder so? Ich hätte da schon was, wobei du mir helfen könntest. Ich fand's total süß, dass Jan angerufen hat. Und wenn er mir hilft, die Kameras anzubringen, dann kann ich sogar das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.